den Scheitel? Habe ich einen Scheitel in der Mitte? Da tut mir sich ein Spiegel. Moment, da brauche ich einen Gegenspiegel. Brauche ich. Na, also machen Sie ein bisschen geschwinder, Frau Schimek. Wir kommen ja zu spät. Ich muss mir nur noch was haben. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja, machen Sie sich das Gnädel. Wie Sie es immer haben, nicht bei uns. Sie sind ja auch noch nicht angezogen. Ich bin angezogen. Ich bin fertig. Ich bin ja gewaschen und frisiert bin ich. Ich brauche mir nur um gibst das Brenneisen aus der Lampe. Ui. Ist es denn schon heiß? Aber das glüht ja. Das glüht ja direkt. Na, da schauen Sie her. Das sieht. Das ist die Vorladung aufs Firmenschaftsgericht. Das ist so blöd. So was legt man doch nicht am Tisch. Na, das ist ja verkehrt. Die Vorladung gibt. Wie soll denn ich jetzt hingehen zu den Weißenrot? Ist mir ja da. Zupfen Sie nicht so lange herum, wir können doch nicht zu spät kommen, wenn die Hedwig heute ihre erste Debütrolle spielt. Wir sind in meine Lackschuhe. Was ist das denn nur nicht vergabert? Wenn Sie was? Wenn Sie das nicht, dass er sich nur nicht verspricht. Ach nee. Na, Sie haben meine Ruhe. Sie haben zu beneiden. Das kann direkt zu beneiden. Ach, was ich für ein Lampenfieber habe. Wieso Lampenfieber? Ja, so heißt es beim Theater. Aber wenn man selbst spielt, aber Sie spielen doch nicht. Da kann man nicht reden. Da kann man durch Mensch. Da haben Sie doch nicht das Verständnis dafür. Ich habe Sie doch zum Theater gebracht. Ihr Talent entdeckt. Ich habe Sie doch hineinbringt. Sind Sie doch nicht so aufgeregt. Was ist das? Herr Schiegel! Was ist denn? Wie viel ist ein Zwölftel von 73? Was? Von 73. Na ja, also, dividier's. Also dividier. Da bekommen wir ja einen Bruch. Da kann ja eh nichts dafür, nicht wahr? Das ganze 900. Ich bin viel zu nervös, jetzt hebt's mir mein Schnurrbartbinden auf. Was suchen Sie denn da? Das Öl, Staffelöl. Wozu brauchen Sie denn das? Was? Falsche. Für die Schuhe, das tun wir die Schuhe. Aber doch nicht mit Speiseöl. Chinelix. Das ist ja doch nur zu drauftropfen, nicht wahr? Das ist sehr gut, weil... Ja, dann sehen wir, das geht schon, geht schon. Wir kommen ja zu spät. Und außerdem ist ja das auch sehr gut für... dass sie dadurch konversiert sind. Ja, und jetzt schauen Sie einen Unterschied an. Und schauen wir her. Hm? Mit Speiseöl? Nur mit Speiseöl. Was denn? Das ist ja eine alte Geschichte. Dass man das haben wir immer mit. Ich habe aber immer gesagt, ihr Seliger hat zu kleine Füße gehabt. Ui. Ah, das würde nicht aushalten. Sollen wir nicht glauben? Ich muss so drei Nummern ausmachen. Was, jetzt fangen Sie zum Nähen an? Ich muss doch. Ja, da brauchen wir ja gar nicht mehr hinzugehen. Da brauchen wir... Herr Schiegel, warum dürfen wir denn nicht mitkommen ins Theater? Weil das kein Stück ist für solche Kinder, nicht wahr? Ach, nee, wollt's doch nicht. Das hört's doch auf mit den Bänzen, wenn ich schon sag, dass es nichts für euch ist. Wenn's brav seid, so geht's mit mir Sonntagnachmittag zu Schneewittchen. Was ist denn? Aufhören! Aufhören, ne? Haben Sie denn gar kein Gefühl für Ihre Ereignisse, wo die Hedwig heute das erste Mal über die Bretter schwebt, die Welt bedeuten? Die Bretter sind mir lieber, die sind so lieber. Ja, was verstehen denn Sie davon? Was verstehen denn Sie davon? Ich verstehe sehr viel davon, weil ich habe Sie ja zum Theater gebracht, nicht wahr? Das hätten Sie lieber bleiben lassen sollen. Das ist meine Meinung. Ja, um Ihre unmaßgebliche Meinung hat sich kein Mensch gefragt. Herr Schiegel! Herr Baumann, auch eine Meinung, der Herr Baumann. Schiegel, es ist höchste Zeit. Ja, komm ja schon, auf mir liegt doch alles, ne? Ich muss mir auch geben. Wenn Sie fertig seid mit der Aufgabe, stoppt jetzt den Tinten zu, in den Docht hinunterdrehen und nicht hineinblasen. Ja. Und dann legt sich nieder. Wenn Sie das hier wunderbar ausschauen. Ja, ja, mein Hochzeitskleid. Sehr fett. Sehr fett, ne? Haben Sie noch Geld? Ja, ja. Geld haben Sie mit? Ja, ja. Okay, Mann. Ja, komm mal schon. Immer um die Versuch. Ich bin jetzt etwas losgehen. Hey, Nein, ich habe nur zu kleine Lackschuhe an. Na, was? Haben Sie Quarten? Haben Sie es? Bravo. Allen Semester. Ja, ich hab schon Angst gehabt, dass wir zu spät kommen. Sehr schön. Ja. Na, was glauben Sie, werden wir Erfolg haben? Ja, auf der Probe soll es sehr gut gewesen sein. Ja, ich freue mich. Wissen Sie, wenn ich jemanden protektioniere, so bin ich es nicht so freundlich. So, komm, jetzt gehen wir. Soll ich auch anlegen? Nein, schon nicht notwendig. Schöne Quarten haben wir. Sehr schön. Erste Reihe. Erste Reihe? Ja, im zweiten Rang. Komm jetzt. Ja, bitte.
vielleicht ein bisschen aufregen möchte. Nein, entschuldigen, wir haben zwei Plätze. Moment. Aber Sie haben es noch eingesteckt. Ich noch gegeben. Na ja, wir sind Was Übermut, als Übermut kann man nur nicht. Sie sind jetzt noch nie so was sowas bitte noch. Na bitte. Entschuldigung. Aber gehen Sie. Stellt mir das mal so groß so nur nicht. Erzähl mir eins, wie es so nur eins wiegt. Stellt mir den Fuß auf. Der Teufel holt sich. Ist schön, was? Ja, sehr. Oh ja, sehr schön ist. Ich glaube, ich bin. Ich bin. Ja, Moment. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Die fünfte, von links. Da haben die Schwarze, das schaut, dass man keinen Gucker. Einen Moment, bitte. Danke sehr. Bitte, die fünfte von links, die fünfte. Bitte stören Sie doch nicht immer. Das ist ein unfreundlicher Mensch, der zu uns und erst steckt er meinen Fuß und. Ja. Ich lasse es mir da reden, wird erstmal zuwider. Ja, bitte setzen. Setzen. Weil wir innen stehen, nicht? So oder wenn. Applaus, warte mal, bis die Held weg ist. Wenn auf der Hafenring die Sonne am Himmel steht, dann machen wir uns gar nicht raus. Bis früh um 5 süße Maus. Jetzt hat sie uns verloren. Jetzt hat sie uns entdeckt. Also setzen Sie sich doch. Und die Ausdruck. Dann machen wir uns gar nicht raus. Reden dürfen wir aber nicht, oder? Kommt er zu der Hedwig und wenn er sie nun nicht streift. Das müssten wir kennen. Dieses Verschmitzte, oder? Und wie sie ganz allein. Ah, dann sehen die kommt vorwärts. Die kommt vorwärts, ne? Was ich aus den Kindern mache. Und die Buben müssen auch. Was hast du so verdeckt? Ach, ich bin so unruhig wegen der Jungs. Aber muss so lächerlich, was sie aber zugesperrt haben wir nicht, wo ich gesagt habe, ich noch auch so sehr mit Licht vorsichtig sein, dass langsam etwas kann da passieren. Puss die Lampe aus! Der sollte doch nicht auspusten. Na, dann dreh sie aus. Yeah.
hat sie mir in den Schuhen. So, nun schon gehen wir. Kommen Sie. Das war doch erst der erste Akt. Na ja, aber die Hedwig ist ja schon fertig. Das Stück ist doch so schön. Oh, was die Hedwig ist schön. Das Stück interessiert mich ja nicht, wenn die Hedwig nicht dabei ist. Und dann haben wir ja gesagt, wir treffen es in der Pause. Ich sag, dass wir nicht wieder draufschauen. Ja, grüß Gott, grüß Gott. Grüß Gott. Großartig. Großartig, das sagt der Hedwig. Gratuliere. Alle waren begeistert. Alle begeistert. Alle begeistert. Na, und jetzt gehen wir. Wir wollen schon gehen? Ja, du hast ja nichts mehr zu tun. Was? So interessiert uns so ein Stück nicht. Ich wäre ja gern noch geblieben. Was? Na, einmal wollen sie bleiben und einmal wollen sie gehen. Sie haben doch gesagt, sie wollen so die Schokolade. Eine Tafel. Diese da. Das ist ja jetzt. Immer veranstalten wir zu Hause eine kleine Siegesfeier. Geh erst rüber in dein Zimmer. Ja, kommst dann in die Küche. Wir feiern in der Küche. Sehr nett hat sie ausgeschaut, sehr hübsch. Diese schwarze Kleid mit die Rosa rum. Aber ich bin froh, dass ich meine Schuhe ausziehen kann. Das kann ich auch. Nicht so laut. Was nicht so laut. Glauben Sie, hust euch absichtlich? Absichtlich mache ich ja nicht. Ich mache sie nicht zum Wir halten. Warte mal, ja. Mach sie nicht zum Verlieren, nicht? Und hier. Da haben Sie Zylinder kaputt gemacht. Ich habe ihn kaputt. Das ist ein Unsinn. Glauben Sie, ich habe ihn abbissen. Was ich meine, die Sprengeisen in die Lampen hineinrennen. Schau her, das brennt, das ist ja nicht zu machen. Das raucht ja wie bei einem. Vielleicht machen wir. Hat das jetzt. Na, das ist interessant. Das kann man doch nicht brennen lassen. Das kommen doch die Bummes als Neger in die Schuhe. Ich verstehe nicht. Wieso? Ist ja ganz zersch. Das gibt's ja gar nicht. Die Buben haben damit manipuliert. Da haben die Buben damit manipuliert. Aber schieben Sie es doch nicht immer auf die Jungs. Sie haben doch selbst den Zylinder kaputt gemacht. Ja, so redest du nicht so. Muss ich wirklich sagen, dumm. Ich habe jetzt ein bisschen Liebe zu den Kindern, ist ja richtig. Nicht mehr. Aber eine Apfelliebe, das hat noch nie. Das ist eine Apfelliebe. Da kennt man sich. Die Schuhe alle zerschneiden wegen diesem Mischpump. Ja, das ist der Blinzel da noch. Mein Lieber, glaubt ihr, das versteht er sich, als ob er schlafen. Und ihr glaubt, dass er kein Züchtigungsrecht hat. So wird sich. Aber morgen gehe ich aufs Vormundschaftsgericht. Geh ich auf die Behörde. Da wird sie einen Vormund kriegen. Mein Lieber, da wird sie nicht so lachen. Aber mit so einer Lauspumpe bringt man noch ein Schokolad mit. Wer soll es nicht lassen? Was ist denn los? Jetzt weinen sie doch nicht. Jetzt weinen sie nicht. Und morgen kriegen sie es ja. Was kriege ich? Ja, aber sie nicht. Die Buben. Die Schokolade. Nicht? Was ist denn? Ja. Die Lampen haben sie kaputt gemacht. Also, reg dich nicht auf. Ich will nicht, dass du dich auch noch aufrichten. Das schadet deine Stimme. Ich will nicht. Und morgen gehe ich aufs die Vormundschaftsbehörde. Sie kommen in Vertretung der Frau Schimmel. Bitte schön. Schiedl, mein Name ist Schiedl. Entschuldigen, ist mir mal eher passiert. Ich werde die Frau Dinkel In welchem Verhältnis stehen Sie zu den Schimmelschen Kindern? In einem sehr engen. Ich kümmere mich heute um alles. Ich mache mit den Kindern die Aufgaben. Ich kümmere mich um die Fortgangsnoten, um die Zensur und so. Also, die Kinder hängen auch an mir sehr. So. Verwöhnen sie auch ein bisschen. Man kauft mir Stiegeln. Schokolade, ein paar Zucker. Sind halt Kinder, nicht? Sind halt sehr empfänglich für solche Sachen. Ja, das ist ja sehr lobenswert von Ihnen, Herr Schiegel. Herr Schiegel. Ja. Aber das werden Sie jetzt nicht mehr nötig haben. Nötig, nötig hat man es immer. Denn der neue Vormund ist bereits bestellt. Ist er schon? Ja, Max. Wie heißt er denn? Anton Kaltenbach. Kaltenbach, aha. Und darf man fragen, ist er fundiert? Er ist Möbelhändler. Bravo. Wie? Sag mal, Ist mir sehr opportun. Ach, Anton, du hörst mir ja gar nicht zu. Ja, ich weiß, du warst gestern im neuen Theater. Das hast du mir schon dreimal erzählt. Dann hast du dich da wieder mal ver... Ja, Anton, und? Aber diesmal ist sie wirklich zu süß. So. Sie hat mir zugewunken. Na und? Und ich habe ihr zurückgewunken. Ja, und dann habe ich sie im Foyer... Na, hast du sie angesprochen etwa? Nein, angesehen. Sie ist im Leben noch schöner als auf der Bühne. Ach, Anton, diesmal musst du mir aber helfen. Ja, wie denn? Du sprichst sie für mich an und dann stellst du mich vor.
So, was verlangst du eigentlich für Dienste von deinem Kompagnon? Kompagnon? Mein Gott, wir sind doch auch Freunde. Ja, dann sprich du sie an. Ach, du siehst, ich habe hier alle Hände voll zu tun. Okay. Meine Frau hat morgen Geburtstag. Ich habe ihr versprochen, mich den ganzen Tag um sie zu kümmern. Und was ist denn das? Vormundschaftsgericht? Was denn? Was hast du denn mit dem Vormundschaftsgericht? Oh Gott, du wirst schon hören. Warte. In der Vormundschaftssache. Ich bin zum Vormund bestellt. Für 3 minderjährige Geschwister. Du als Vormund? Ja, was ist denn da zu lachen? Ist das so lächerlich? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber warum haben Sie das? Wie meinen Sie das? Schemmel. Ach, Schemmel, aber natürlich. Ja. Ich da ein Bier. Was die Leute in der anderen Nähe reden möchten, und das einer nicht versteht. So, was bitte? Ja? Nein, nein, das ist nichts. Das ist ein Bankerl. Das ist ein Fußbankerl. Das ist nichts. Ich meine, ein Schemmel, wissen Sie? Wo man sich draufsetzen kann, wo man sich draufstellen. Ein Kirchenschemmel, wissen Sie? Kirchenschemmel, ja, die haben wir leider nicht. Das ist ja? Ach, ja, bitte. Ja, Kalten. Herr Kalten, mach es doch. Ja, ich glaube, mich vorzustellen, Schiegel, mein Name, Ludwig Schiegel. Ja, ja, ich weiß. Herr Kaltenbach. Ja, und Sie wünschen bitte? Bitte, ich komme in Angelegenheit, in der Vormundschaftsangelegenheit der Familie Schimmel. Ja, ich habe die Vormundschaftsbestellung soeben erst bekommen, ich bin gar nicht unterrichtet worden. Ja, bitte, deshalb bin ich hier gekommen. Wenn Sie erlauben, möchte ich Sie nämlich da, wie man so sagt, informieren. Ah, das ist sehr liebenswürdig von Ihnen, bitte nehmen Sie bitte, doch Platz. Besten ja. Dank. Wissen Sie, wie Sie mich... Bitte schön. Dankeschön. Wie Sie mich da sehen, bin ich ein langjähriger Freund von den Schimmeckischen. Ja. Was die Schimmeckischen betrifft, so haben sie beide das Zeitliche gesegnet. Und jetzt sind die Kinder bei der Frau Schimmeck. Sie sagten doch eben, dass Sie das Zeitliche... Nein, die Mutter. Die Mutter, aber nicht die Tante. Ach, die Kinder befinden sich jetzt bei der Tante? Ja, nein. Die Tante befindet sich bei den Kindern. Ach so, so. Ja. Na, und weiter? Ja. Also, wie ich noch ein Jüngling war, das heißt, wie die Schimmecks noch gelebt haben, so bin ich, also nicht die Eltern, die Eltern vom Vater, so bin ich bei den Schimmeck eingetreten, also beim Alten, beim Großvater, in die Tischlerei, als Lehrbub. Also, ich wäre ja lieber Tapezierer geworden. Und ich muss ehrlich sagen, mein Vater hat mir auch gar nicht streng geredet. Er hat ganz ruhig gesagt, Wickerl, hat er zu mir gesagt, Herr Wickerl, das ist die Abkürzung für Ludwig. Wickerl hat gesagt, mach, was du willst. Da redet er nichts rein. Willst du die Tischlerei lernen? Lern die Tischlerei. Willst du die Tapeziererei lernen? Lern die Tapeziererei. Sagen Sie, und wozu erzählen Sie mir das alles? Ja, damit Sie einen Einblick bekommen in die Verhältnisse. Nicht wahr? Die anderen Vormünder waren mir immer sehr dankbar, wenn ich sie informiert habe. Was? Es waren schon andere Vormünder da? Ja, ja. 2 Stück haben wir gehabt. Sehr liebe Leute. Sehr. Aber schwach. Sie waren zu schwach. Nicht im Kopf. Körperlich. Die haben das nicht ausgehalten. Der eine hat ein Leberleiden gekriegt und der andere Gallensteine. Ja, reizende Aussichten. Ja, also sehr lieb, sehr lieb. Ich habe auch dazu der Verdien gesagt, zu der Frau Schimmeck. Passen Sie auf, wenn er einmal einen Vormund kriegt, der gar nichts taugt, und der wird dann sicher gesund bleiben. Na, und jetzt haben wir die Verständigung bekommen, dass Sie die Vormundschaft bekommen haben, dass Sie ernannt worden sind. Na, erlauben Sie, das ist stark. Ich dränge mich Ihnen doch nicht auf. Ich bin gerne bereit, zurückzutreten. Na, Sie lassen mir nicht mehr aus. Oh, Sie machen auf uns einen sehr guten Eindruck. Wir sind sehr verzogen und haben das größte Vertrauen. Na, so viel wird ja hoffentlich nicht zu tun sein. Nein, ich helfe Ihnen ja. Sie helfen? Na ja, was denn? Bei der Hedwig dauert es ja sowieso nicht mehr lang, nicht wahr? Und die beiden Punkte sind ja auch schon in 13, respektive 12 Jahren großjährig. Also ist ja nur noch, dass Sie der Frau Schimmeck in Anfang ein bisschen unter die Hände, unter die Arme greifen. Womit? Ja, mit einem kleinen Auftrag, nicht wahr? Dass ich eine kleine Bestellung, Kirchenschemmel, immer nicht mehr erkundigt. Sie haben keine Kirchenschemmel. Wenn Sie einen kleinen Auftrag, dass Sie, sonst haben Sie auch. Und dass Sie halt beim Hausherrn auch vorsprechen, dass er die Kündigung zurücknimmt. Na ja, sonst müssen Sie ja doch für andere Wohnung sorgen, aber sonst haben Sie nichts. Sonst ist nur nichts. Worin besteht denn nun Ihre Hilfe? Meine Hilfe? Na, Sie haben mir doch eben gesagt, Sie wollen mir helfen. Ja. Indem ich Sie kontrolliere. Sie kontrollieren mich? Ja, ich passe auf, dass alles genauso gemacht wird, wie es im bürgerlichen Gesetzbuch steht. Ich bin sozusagen der Gegenvormund, nicht wahr? Ich kann sehr gegen sein. Ich kann, wie etwas gemacht wird, was nicht stimmt, sofort bin ich oben bei der Vormundschaftsbehörde mit einer Beschwerde. Also. Da will ich Ihnen einen guten Rat geben. Nehmen Sie Ihr bürgerliches Gesetzbuch und verschwinden Sie. In den Ton wollen Sie mit mir verkehren?
Das habe ich gern. Ob Sie das gern haben oder nicht, das ist mir völlig gleichgültig. Lass mich doch nicht von Ihnen malträtieren. Ach so, von der Zeit ein kräfter Wind. Na, da hat uns ja der Storch einen schönen Vormund ins Haus gebracht. Und wem haben Sie denn überhaupt diese Auszeichnung, diese Anerkennung zu verdanken? Mir haben Sie es zu verdanken. Mir, und jetzt benehmen Sie sich so zu einer Undankbarkeit. Ist mir überhaupt noch nicht vorgetan. Jetzt werden Sie mich kennenlernen. Übrigens meinen herzlichsten Glückwunsch, gnädige Frau. Aber wozu denn, Herr Weigel? Mein Geburtstag ist doch erst morgen. Aber heute sind Sie dreifache Mama geworden. Was denn, wieso denn? Seien Sie doch nicht so albern, ja? Nun, ja, Herr Gemahl ist zum Vormund von drei Kindern bestellt worden. Nein, wirklich nur, das ist doch bezaubernd. Oh Gott, da muss ich gleich zu meinem Mann reingehen. Freue mich erschrecklich. Männele, mein Schatz, also eine größere Geburtstagsfreude hättest du mir ja gar nicht machen Was können. Was denn für eine Geburtstagsfreude? Ach, du verstell dich doch nicht. Weigel hat mir doch schon alles erzählt. So. Mir scheint, du freust dich gar nicht. Nein, ich freue mich auch nicht. Sieh mal, Anton, wie grässlich, wo du genau weißt, wie sehr ich Kinder liebe. Ich auch. Aber mir mit diesen Kindern diesen sogenannten Gegenvormund auf den Hals laden? Was denn für ein Gegenvormund? Ja, diesen Schwätzer, diesen Schiegel. Was, Schiegel? Ja. Mit den Reportschaften Horbrennerei. Was war denn? Ja, was war denn? Bei der Vormundschaftsbehörde war ich. Haben Sie was ausgerichtet? Was soll ich denn ausrichten, wenn ich mit einer versenkten Vorladung liegen komme? Ich glaube, ich versinkt, das ist ja direkt genannt mit den Leuten. Gesagt hat er nichts, aber einen Blick hat er mir zugeworfen, so. Ich glaube kaum, dass ich mich mit denen vertragen werde. Mit dem Vormundschaftsrichter? Was mit dem Vormundschaftsrichter? Was brauche ich denn? Mit Kaltenbach. Kaltenbach, wer ist denn das? Sie groß. Enorms. Herr Baumann. Man redet mir, wie es ist, fragt er zum Himmel an. Der Streber. Aber Herr Schiegel, seien Sie doch nicht so ungerecht. Aber was soll denn? Er muss doch arbeiten. Er muss arbeiten, aber ununterbrochen muss er. Soll er leimen? Ich mach mir das absichtlich. Das kennt man ja, der lauert mir ja auf. Wie der sieht, dass meine Füße beim Fenster vorbeigeht. Bam, bam, bam. Das wird noch. Nein. Du bist mit dem Theater, das passt mir nicht. Ach, Frau, guck doch. Ich verdiene 100 Mark. Die brauchen wir doch. Brauchen wir eben noch mehr AB, ne? Paul, kommst du nicht mal ins Theater und guckst mich an? Nee. Du, Paul, dann bringe ich heute Abend das Kostüm mit, damit du siehst, wie ich drin aussehe. Ja, wie eine Hilfe, hat der Schiegel schon gesagt. Können Sie denn nicht 5 Minuten ruhig sein, müssen Sie denn immer klopfen? Nee, die Arbeit muss heute noch geliefert werden. Und die hätte ja schon gestern geliefert werden sollen. Heute? Ja, dann morgen ist es und zwar denn nicht auf. Warum ein Tee zu? Was ist denn mit dem Kastel von Public? Wird morgen geliefert. Ich wurde gewogen, dann macht er das morgen. Darf ich dir was sagen? Schau, mein Kind, du machst einen großen Fehler. Glaub mir. Und das habe ich dir schon oft gesagt. Du stehst viel zu viel herum unten bei dem Baumann im Ende der Tischlerwerkstätte. Glaub dir mir, du bist doch eine Künstlerin, ne? Du stehst doch auf einem Piedestal. Und er mag ja sehr netter Mensch sein, der Gute, aber schließlich und endlich, er ist ja doch nur ein Tischler. Ne? Sie sind doch aber auch ein Tischler, Herr Schiegel. Ja, Jungchen, das ist ja richtig, aber ich hätte mir nie erlaubt, nicht wahr? Auch mich einer Künstlerin zu nähern, nicht wahr? Weil ich mir immer des Standes bewusst und des Unterschiedes. Ne? Ich meine, das ist doch gut, Mädchen. Och, Melle, mein Schatz, du wirst dir die Sache noch mal überlegen, ne? Was geht dich schließlich dieser grässliche Schiegel an? Die Kinder können doch sehr nett sein. Zillichen, wir werden die ganze Angelegenheit vertagen, bis dein Geburtstag vorüber ist. Ja, bitte ruinier mir die Frau, so wie ich das hasse. Sag mal, wo gehen wir heute Abend? Und wohin du willst, wir können ja in ein Theater gehen. Du, ja, Theater ist wundervoll. Anton, oh Verzeihung, gnädige Frau, aber Anton, hast du denn ganz vergessen, die Sitzung heute Abend, na du weißt doch, die ist doch vor 8:30 nicht zu Ende. Gut, dann wird mein Mann mal bei der Sitzung fehlen. Unmöglich, liebe gnädige Frau, aber es kommen so wichtige Angelegenheiten doch zur Sprache. Kannst du nicht allein gehen? Na eben. Auf keinen Fall. Zieh dich hin. Dann bleibt gar nichts anderes übrig. Du wartest auf mich bei Luther und Wegener und ich komme gleich nach der Sitzung. Ach, und ich hatte mich so gefreut, mit dir ins Theater zu gehen. Oh, nicht böse sein, liebe gnädige Frau, aber die Sitzung ist wirklich ungeheuer wichtig. Ach, immer diese dummen Geschäfte, genau. Schatzi.
Du, Fräulein Schimek, da habe ich Ihnen das Kleid und den Schmuck eingepackt. Wem wollen Sie es denn zeigen? Meinem Paul, der meint nämlich, es sei so unanständig. Oh, na, da wird er ja beruhigt sein. Aber bringen Sie es mir ja morgen wieder. Nicht vergessen, Fräulein Schimek. Selbstverständlich und einen schönen Dank. Ach, schön. Servus. Bitte kommen. Ja. Jetzt kommt sie. Darf ich Ihnen meinen Schirm anbieten, wie es wollen? Ja, aber nur bis zur nächsten Omnibushaltestelle. Furchtbar gerne. Bitte schön. Hallo, Droschke. Es hat gar keinen Sinn, bis zur Omnibushaltestelle zu kommen. Anton! Ja. Ach, so einen super guten Namen. Na, nun, darf ich mitfahren? Ja, selbstverständlich, steig ein. Sie gestatten doch, dass mein Freund Weigel auch mitfährt, nicht? Gestatten Sie, mein Freund Weigel? Oh, sehr angenehm. Du machst doch alles nass. Oh, entschuldigen Sie, gut, vielmals. Das macht ja nicht. Wo darf ich Sie hinfahren? Sie? Na, ich meine, wir beiden fahren Sie natürlich zusammen. Königsberger Ecke Fruchtstraße. Ah, Königsberger Ecke Fruchtstraße. So. Aber was ist mit dir? Bist du gar nicht fertig? Nein, ich komme hier nicht weiter. Wenn ein Bauarbeiter zur Herstellung einer Mauer 9 Meter lang, 2 Meter Höhe, 120 Stunden braucht und dafür einen Lohn von 150 Mark erhält, wie lange brauchen 30 Arbeiter dazu? Und wie hoch ist der Stundenlohn? Ja. Also 150 Mark. Weißt du niemand? Pickst du nicht schon auf, geht so dein Lederstrumpf und du dir die. Schau mal, dass du mal ausrechnen stellst, wie viele Quadratmeter die Mauer. Gott, 9 mal 2. Ist 18 Quadratmeter. 18 Quadratmeter? Ja. Naja, aber wo bleibt denn da der Lohn? Ja, warte nur, ja, schau mal, wie lange sie brauchen. Sagen wir 120 Stunden. Sind durch 8, sagen wir, ist einmal ist 15. Ja, 15, so braucht er täglich 15 Tage. Wieso denn da? Tage. 15 Tage. Was, warte, bitte. So, ich kann nicht. Wenn man so anstiert und so, ich würde mir, das kann ich nicht. Komm mal her. Jetzt bekennen Sie doch nicht. Oh, das stinkt mir von hier. Das muss man doch, sieht man doch, dass man arbeitet. Was machen Sie denn da? Oh, nix, das verstehen Sie ja doch. Sie, wenn ein Arbeit so 9 Meter, das haben wir ja, so 9 und 2 hoch, 9 mal 2. Das sind 18. So wie ja, das sind die Quadratmeter, die habe ich ja schon längst. Die Quadratmeter handelt sich doch um die Dings, um die. Stimmt mir nicht, den Zwiebel doch her. Das kann. So hat er. So, die Wurzel habe ich schon, gezogen. Sprich mir der Bleistift auf. Nimm es. 18. Ja, ich kann nicht rechnen, ich gibt es überhaupt keine Mathematik, aber auf der anderen Seite hat er in Hering, auf der anderen in Zwiefel und Stinkschifttasche von Hering. Ach, ich freue mich ja so, dass es regnet. Warum denn? Na, sonst hätte ich Sie doch nicht kennengelernt. Aber jetzt hat sie aufgehört zu regnen. Sie wollen doch nicht aussteigen. Ich will die Herren nicht länger aufhalten. Oh nein. Aber nein, das werden Sie uns doch nicht antun, liebes Fräulein. Vielen Dank. Aber was soll ich denn jetzt machen? Na, ihr nachgehen, du Idiot. Meinst du? Natürlich. Zu Luther und Wegener, ja? Du bist doch. Ja. Und so kriegt ein Bauarbeiter in einer Stunde 24. Was, so wenig? Nee, was, wenn er es macht? Mir geht's ja nichts an, ich bin ja kein Bauarbeiter. Gib's mir ein paar. So kriegt ein Bauarbeiter 1,25 Mark. Was? Hier ist die Probe. Stimmt. Hab ich auch was. Schwer gekriegt. Was hast du gemacht? Nein, Herr Baumann. Ja, ja. Also, weiter, komm. Natürlich, wenn Sie glauben, dass, dass das vom pädagogischen Standpunkt richtig ist, sind Sie doch am Mutzweg, nicht wahr? Wieso? Ja, wenn man die Frau nicht unterstützt. So, ich war ein Kind, er lernt ja eh nichts. Das ist ja eh schon zweimal sitzen blind, ne? Nee, dreimal. Neueste. Was denn?
ist das Neueste, dass der Herr jetzt schon in der Wohnung im Zimmer herumschnüffelt. Wer denn? Ne, der Herr Baumann. Aber Herr Schiegel, was? Sie wissen ich doch. Weiß gar nichts, weiß ich. Gar nichts. Der Baumann interessiert sich doch für die Hedwig. Und Sie billigen das? Jetzt, wo die Hedwig am Zenit, und ja nicht direkt am Zenit, aber doch, dass ihre Position so... Da riecht sie nach Gulasch. Da riecht sie noch... Aber das ist doch für den Baumann, das dürfen Sie doch nicht wegessen. Kostet ja nur, ich koste ja nur, nicht wahr? Bitte. Ja, der kriegt der Gulasch, der Herr Baumann. Das ist doch aufgewärmt. Bitte geben Sie mir das Gulasch, bitte geben Sie mir den Hering und die Hedwig und geben Sie mir die Tischlerei auch noch dazu. Mir ist jetzt so scharf, ich brauche sie nicht. Wo wollen Sie denn hin? Kegeln. Und Ihre Kartoffeln? Geben Sie es dem Baumann, nicht wahr? Er kriegt jetzt Gulasch und ich soll die Erde füllen. Na, ja, also. Wir haben schon so Angst gehabt. Warum denn? Na, weil du ohne Schirm weggegangen bist. Bist du gar nicht nass geworden? Nein. Hast du dich untergestellt? Sehr gescheit. Nein. Was denn? Na, hast du denn dort nicht geregelt? Nein. Ist komisch, ne? Na, war es ein Strichregen. Bei uns war ein ausgesprochener Wolkenbruch. Da hat es geschüttet. Wie mit Schaffen, ne? Erfolg gehabt? Mhm. Bravo. Bist du gut mit dir zumachen? Hedwig, musst du immer zumachen auf die Nacht. Gute Nacht, Herr Schiegel. Bist du gut mit mir? So. Ja. Lassen Sie es gut schmecken. Oh ja, danke schön. Ich hab auch einen Kult am. Kind will ich! Papi, war's denn? Ja, komm. Setz dich, ich hol jetzt Essen. Guten Abend, Teddy. Na? Jetzt, hä? Du, das war mein Reden, wa? Ja. Oh, ihr Wolkenbruch. Ja. Komm, ich helf dir. So. Ja, setz dich. Dein Essen wird ja kalt, Paul. Ach, das Essen, das war mein. Hast du es mitgebracht? Was denn? Also das Kostüm. Hören Sie, die Dame von vorhin hat hier das Paket drin liegen lassen. Fahren Sie doch mal rüber ins neue Theater. Ihr wisst doch. Und nehmen Sie beim Portier ab. Hier ist für Sie. Dankeschön. Adieu. Ja, Anton, du kommst aber furchtbar spät. Ja, liebes Zillchen, sei nicht böse, ich konnte ja nicht eher. Die Sitzung dauerte ja so furchtbar. Warum hast du denn Weigel nicht gleich mitgebracht? Ich habe mich ja früher gedrückt. Weigel sitzt immer noch da und verhandelt weiter. Dann geben Sie meine Karte, ja? Was nehmen wir denn? Oh Gott, ich möchte irgendeine Kleinigkeit. Aber der Herr hat mir doch gesagt, das Paket gehört einer Dame von Neue Theater. Ja, das kann stimmen, kann aber auch nicht stimmen. Bei mir hat niemand nach dem Paket gefragt. Ja, Mensch, was soll ich denn nun mit dem Paket machen? Du tragst es doch ins Fundbüro. Ach Quatsch, Fundbüro. Ich werde dem Herrn einfach zurückgeben. Ja, ja. Mahlzeit. Anton, du bist ja erkältet. Ja, das kommt von den nassen Füßen. Was denn, du hast bei der Sitzung nasse Füße bekommen? Ach, ich habe mich versprochen, ich war natürlich kalte Füße. Ach so. Verzeihung, ein Droschkenkutscher hat das Paket gebracht. Darf ich es vielleicht hierher legen? Das Paket gehört gar nicht mir. Gehört nicht Ihnen? Nein. Verzeihung, der Kutscher behauptet das ist ein Irrtum, das gehört nicht dem Herrn. Aber der Herr sitzt doch da. Ach, geben Sie doch das Paket her. Ja, der Portier, der hat mir das Paket nicht abgenommen. Sie fährt Portier? Ja, der Portier von Neue Theater. Was erzählen Sie mir denn da? Ich weiß doch von gar nichts. Na, ich hab ihn doch hierher gefahren und Sie haben mir doch das Paket zum Besorgen gegeben. Ich bin überhaupt nicht mit Ihrer Droschke gefahren und dieses Paket kenne ich nicht. Stören Sie uns bitte nicht beim Essen. So, Anton, das finde ich aber merkwürdig. Wieso? Was findest du denn merkwürdig? Na, höre mal, erlaube mal. Dieser Droschenkutscher kommt durchs ganze Lokal und ausgerechnet hier zu dir? Wahrscheinlich habe ich eben einen Doppelgänger. Das kann doch vorkommen. Na, Prost, Zillichen. Prost. Prost, Männer. Das ist aber doch merkwürdig. Kaltenbach heißt er, Möbelhändler ist er und mir verleugnet er. Na, das Geschäft ist richtig. Die Bauern stehen blieben. Stehen die Bauern hier aber gleich schon verkehrt der Friesecke her. Zu blöd, jetzt stehen die zwei Bauern. Friesecke, hallo. Kommens. Da schauen Sie, wie das hinsteht. Die zwei, der linke und der rechte Bauer. Also, Kinder, was mir gerade passiert ist,
Also ich hab da einen Fahrgast gehabt und der gibt mir dieses Paket zur Besorgung. Ne? Und wie ich nur an Ort und Stelle mit dem Paket bin, nicht, da wird mir das Paket ja nicht abgenommen. Also ich wieder zurück mit meinem Paket ins Restaurant zu Luther und Wegner und wisst ihr, was mein Herr da sagt? Ne? Also er hätte das Paket noch nie gesehen und mit mir, da wäre er noch nie gefahren. Na, ist das nicht sonderbar? Ach so, ja wohl. Ja? Komisch. Vielleicht ist er ein Affist. Ach Quatsch. Schau mal, was drin ist. Das interessiert mich. Lausi, Jungs, das habt ihr doch mit Absicht gemacht. Meinen Sie mich? Ja, natürlich meine ich dich, du Lausi, Jungs. Was ist denn? Ja, die Bengals haben mich total dreckig gemacht. Sie haben aber nicht Lausi, Jungs, Sie haben mit Baby zusammen, seine Kinder nicht, oder? Was? Nur so, Sie haben sich zu benehmen. Statt sich zu entschuldigen. Er wuchs in der Mensch, warum? Die Kinder kennen ja nichts dafür, dass gestern geringt hat. Unglaublich. Was? Sie können verzeichnen gehen? Da reißt ihr immer los, wenn man über die Straße geht. Lacht nicht immer, wenn man... Jetzt geht's allein, aber am Trottoir, nicht auf der Straße, ich muss zum Herrn Kaltenbach. Herr Kaltenbach wird wahrscheinlich heute überhaupt nicht ins Geschäft kommen. Ei, das ist mir unangenehm. Ach, das ist mir, ich habe nämlich etwas sehr Wichtiges für dich. Können Sie zu mir nicht sagen? Nein, das ist ja mehr eine private Angelegenheit, etwas vielleicht eine Geburtstagsüberraschung? Vielleicht eine Geburtstagsüberraschung? Mir, der Herr Kaltenbach hat Geburtstag? Nein, die gnädige Frau. Ach so, na, da wird er wahrscheinlich... Bei ihr in der Wohnung. Ja, ja. So, weißt du mal, wo er wohnt? Hier, nebenan. Ja, na, da geh ich entsprungen. Da mach ich mal. Besten Dank und Abend. Also, Männer, dass du mir diesen Phonographen geschenkt hast. Das ist ein Grammophon. Grammophon. Also, das war der größte Wunsch meines Lebens. Wirklich, Männer, wirklich. Ach, dieses Likör da. China-Silber mit Elfenbein. Männer! Ach, und hier, Miniaturen. Diese Toilettgarnitur mit Miniaturen. Nehme schon eine Tasche und Strümpfe und... Heliotrop, bitte. Also, Männer, du bist schlecht in das bezauberndste Wesen der Erde. Männer, gib mir einen Kuss. Moment. Siehst du, wie du bist, siehst du? Nicht einmal einen Kuss hast du mir gegeben. Du musst doch das neue Grammophon erst abstellen. Nein, hier. Nein, da. Männer. Herr Kaltenbach ist heute für niemanden zu sprechen. Für mich wird er schon zu sprechen sein, nicht? Das glaube ich nicht. Also, glauben Sie nicht zu viel? Sagen Sie nur, der Herr mit dem Paket ist da, nicht wahr? Was ist denn? Ein Herr mit einem Paket ist da. Nehmen Sie es ihm ab und geben Sie ihm Trinkgeld. Der wird es nicht hergeben. Er will Sie selbst sprechen. Führen Sie ihn ins Arbeitszimmer. Ich komme gleich. Männer, Du hast mir doch nicht etwa noch etwas gekauft. Nein. Es kann sich nur um irgendetwas Geschäftliches handeln. Herr Kaltenbach lässt bitten. Na, no, ich habe ihn ja nicht gesucht. Aber da muss ich gleich auf. Bitte. Schön, ne? Wunderschön. Ja, Männer, siehst du, alle Wünsche hast du mir nun erfüllt, bis auf einen. Das wäre? Ach Gott, tu doch nicht so, du weißt es doch. Männer, die Vormundschaft. Aber Zynischen, wir haben doch extra verabredet, wir lassen das bis dein Geburtstag vorbei. Ach, Männer, du bist immer so rechthaberisch. Also bitte, Ando, geh schon in dein Arbeitszimmer. Ich weiß ja, du musst ja eben immer das letzte Wort haben. Ja, Herr Kaltenbach. Sie sind schon wieder hier? Ja. Ich habe Ihnen doch gestern ausdrücklich erklärt, dass ich die Vormundschaft nicht übernehme. Ja, vielleicht überlegen Sie sich doch. Nein, ich denke gar nicht dran. Und, na, will Sie nicht beeinflussen. Ich bin nur gekommen, weil das Packerl abgegeben hat. Was für ein Packerl? Das Packerl. Wie kommen Sie denn zu dem Paket? Das Infamous gehen. Wer? Na, liegt mir auf der Zunge. Der Cousin ist ja ganz. Ja, dann sprechen wir doch auch nicht davon. Ja, also, außerdem gehört es gar nicht mir. Ja, sag mal gleich, doch. Da wird doch keine Frauen gehen, da drum. Ach, was ich hier umrenne, bin ich uns nicht. Dann setz dich doch bitte hin. Ja. Ich weiß nicht, Herr von Kaltenbach, ob Sie sich die Sache nicht doch überlegen sollten, wegen der Vormundschaft. Na bravo, bravo, na, da wird sich aber die Frau Schimmig freuen. Jetzt möchte ich Sie nur bitten, Herr von Kaltenbach, dass Sie gleich zu den Hausherren gehen, um die Sache in Ordnung zu bringen. Beim Hausherrn? Ja, was für eine Sache? Ja, na, wegen der Kündigung, dass er es zurückzieht. Wir haben seinerzeit gekündigt und jetzt möchte ich aber... Sie haben gekündigt? Dann gehen Sie doch selber hin. Das möchte ich nicht. Das möchte ich. Warum? Das ist ja ein roher Mensch. Und er hat gesagt, wenn man noch einmal einer in dieser Angelegenheit herkommt, so schmeiße ich ihm über die Treppen hinunter, dass ihm Hirn und Zehen vergeht. Das Ando! Ja. Ich sehe guten Tag. Ja. Sieh doch mal, was mir Weichel für schöne Roten geschickt hat. Schön. Sehr schön. Sie. Also, Frau de Wallen. Ja, ja. Erlauben Sie mir, Frau, dass ich Ihnen zum Geburtstag die herzlichen Glückwünsche entgegenbringe. Dankeschön. Herr Schiegel. Schiegel, mein Name. Ja.
Das ist wegen der Vormundschaftssache hier. Manny, du hast also angenommen? Ja, ja, der Herr von Kaltenbach war so lieb. Na, da werden sich die Kinder aber riesig freuen, dass sie so eine schöne Vormünderin bekommen. Oh, oh ja, oh ja. Also ich will nicht länger sterben jetzt. Gestern, liebe Frau, gestern. Ja, und wegen die Schammerln möchte ich wegen die Küchen schimmen. Sagen wir vielleicht, dass wir 30, nicht wahr? Ja. Dass wir erst 30. Meine Verehrung, guten Tag. Wiedersehen. Ja. Sind über den Gedanken, ihr Bagger und die genommen. Tschüss, der Hand. Sag mal, Anton, ist das nicht dasselbe Paket, was uns der Droschkenkutscher gestern Abend... Ach nein, warum soll dasselbe Paket sein? Was ist denn in dem Paket? Ach, das ist ein Paket wie jedes andere. Lass doch das dumme Paket. Das Paket gehört doch dir, Anton. Ja, eigentlich gehört es mir nicht. Eigentlich? Was heißt denn eigentlich? Du machst mich wahnsinnig, Mädel. Ich meine, jetzt muss ich wissen, was in dem Paket drin ist. So. Ja, ein Abendkleid. Ja, Zürchen-Abendkleid. Sag mal, Männe, was hast du dir denn da einreden lassen? Ich wollte dich damit überraschen, es war ein Gelegenheitskauf. Ach Gott, es ist doch aber bloß halb, unten ist ja gar nichts. Sieh doch mal, wie soll ich denn das anziehen? Ich dachte mir, du trägst das so als Abendbluse. Hm? Ach Gott, aber meine Abendbluse gibt's ja gar nicht, trägt man ja gar nicht mehr. Na lass mal, kränk dich nicht. Ich kann's eventuell zu meinem Rüschenrock, könnte ich sagen. Meine ich doch, zu dem Rüschenrock. Hier ist ja noch was, warte mal. Ein Schmuck. Und was für einer, nicht? Ach du Süße, du. Und darum hast du gestern Abend das Paket nicht angenommen, weil du mich überraschen wolltest, ja? Du, dafür kriegst du aber gut. Ja, ja? Ich muss jetzt sehr schnell ins Büro. Sieh mal, wie du bist. Jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir Telefon und Vormund haben wir auch. Ach, den Kaltenbach? Ja. Aber Sie haben doch gesagt, es ist ein so unangenehmer Mensch. Das ist sogar ein sehr lieber Mensch. Jetzt, kommen Sie, jetzt probieren Sie mal. Ja, probieren wir mal. Hören Sie schon was? Ja, es rauscht. Den linken müssen Sie nehmen. Ja. Ach so, klingeln. Jetzt habe ich Elektrizität gekriegt. Probieren Sie mal. Und so. Bitte? Wie? Wen rufen wir denn an? Ich weiß nicht. In Kaltenbach. Herrn Kaltenbach! Ja? Die weiß ich, wenn ich die Nummer habe, ich muss sie erst raussuchen. Ja? Warten Sie, so, die Nummer müssen wir erst. Warten Sie, warten Sie. Kommen Sie her, kommen Sie her. Oh. Weiß ich nicht, das ist ja noch... Moment! Kaltenbach? Ja, bitte, Herr Kaltenbach. Ah, das geht nicht. Hallo! Das geht, was freut ihr denn? So einer Witz. Was freut ihr denn rein? Wer soll denn da telefonieren? Was soll ich denn machen? Na, was soll ich denn machen? Da kann man doch nicht, muss ja der Doppeltier herkommen. Wozu brauchen wir überhaupt ein Telefon? Da was ist denn noch? Sie brauchen keins, weil Sie sind ein Muskelmensch. Ja, was sind Sie? Na, ich bin ein Kopfmensch. Von mir lebt die ganze Werkstätte. Ach so! Herr Schiedel! Komm schon, bin schon da. Gleich. Bin schon da. Zu blöd, dann werde ich mal Grindel den Kopf waschen. Wem wollen Sie den Kopf waschen? Guten Tag, nein, denn von denen habe ich gesprochen, von Angestellten von uns, von... Ja, es klopfte mir immer in das Gespräch hinein. Wir sind auch Telefonbesitzer nämlich. Ja, vor einer halben Stunde haben wir es bekommen. So. Das ist ja sehr erfreulich. Vielleicht schenken uns Herr Kaltenbach mal die Ehre Ihres Besuches mit der gnädigen Frau. Bitte sehr, damit Sie es besichtigen. Ja, es ist in Nussholz. In Nussholz polidiert. Die Küchenschemme möchte ich fragen, ob jetzt dieser Auftrag spruchreif ist, dass es perfektioniert. Ja, es wird perfektioniert. Dieser Mensch macht mich wahnsinnig. Du machst mich vollkommen verrückt. Wieso denn ich? Du hast mich doch in diese furchtbare Situation gebracht. Aber ich erst. Das Mädchen hat doch kein Kleid. Das Mädchen. Ich denke an meine Frau. Ich denke, die hat sich sehr gefreut. Aber wie lange? Sie muss doch über kurz oder lang merken, dass das Kleid gebraucht und dass der Schmuck ganz alberner Theaterschmuck ist. Ja, da hast du eigentlich recht. Ah, Anton, ich habe eine glänzende Idee. Das wäre das erste Mal. Wenn du mir folgst, dann wird deine Frau sehr zufrieden mit dir sein. Wenn ich ja so aufmerksam werde, mich wieder fürstlich beschenken. Na, Ilse, du wirst staunen. Das staune ich allerdings. Wie?
Oh, das ist ja ein herrlicher Schmuck. Gefällt dir nicht? Denk mal an, das war ein Gelegenheitskauf. Das kann ich mir denken. So eine Mark ist eine Mark 50. Was soll denn das heißen, ja? Der Schmuck ist doch falsch, Liebes. Das sieht man doch auf den ersten Blick. Rede doch nicht, was soll denn das? Hier, halte mal, gib mal her. Ein ganz gewöhnlicher Theaterschmuck. Wahrhaftig. Wo habe ich denn bloß meine Augen gehabt? Und dieses Kleid ist wohl auch ein Geschenk von deinem Mann, ja? Ja, natürlich ist das Kleid ein Geschenk von meinem Mann. Er scheint auch nicht ganz neu zu sein. Es war wohl auch ein Gelegenheitskauf, was? Also jetzt weiß ich nicht mehr, was ich von Anton halten soll. Nichts Gutes, Liebling. Dieses Kleid kenne ich nämlich. Das ist eins von den Kostümen, das die süßen Mäuse im neuen Theater tragen. Süße Mäuse tragen es? Was denn für süße Mäuse? Tja, da sind 12 sehr hübsche Chormädchen. Wahrscheinlich interessiert sich dein Mann für eine von ihnen. Natürlich. Da fällt mir ja auch ein, dass der Droschkenkutscher gestern vom neuen Theater... Was ist mit dem Kutscher? Ach, lass mich doch zufrieden. Jetzt ist mir alles klar. Mein Mann betrügt mich. Bitte sehr. Ah, da ist es ja. Sehr schön. Entschuldigen Sie bitte einen Moment. Bitte? Du bist doch genau dasselbe. Ich kenne ihn doch gar nicht. Ach so. Na, bezahl mal. Wieso ich? Du hast mich doch in die Situation gebracht. Du schenkst aber doch den Schmuck deiner Frau. Ist auch richtig. Also gut, sagen wir beide die Hälfte. Na, wie viel denn? 400 Mark. Ach. Das ist ein Gelegenheitskauf. 400 Mark. Ne? Da. Ach, wie ärgerlich. So eine Blamage. Und noch dazu an meinem Geburtstag. Na, ich gehe jetzt sofort zu meinem Anwalt. Gott sei Dank, dass du vernünftig geworden bist. Ja, aber erst ziehe ich mich um. Aber warum denn? Weil das das Lieblingskleid von Anton ist und das will ich nicht mehr auf meinem Körper haben. Ich helfe dir. Na, war meine Idee gut? Ausnahmsweise. Dafür fährst du jetzt sofort ins neue Theater und bringst das zum Portier und gibst da ab. Na, und du? Ich geh ins Büro. Also sei tapfer und nur nicht nachgeben. Ich gebe doch nicht nach. Ich bin doch noch nicht wahnsinnig. Sitzen meine Haare, ja? Sehr gut. Alles gut. Ach, das Paket. Wo hast du denn das Paket? Wo hab ich denn das Paket? Das Korpus Delicti. Wo hab ich das Korpus Delicti? Also ich bin auch so echauffiert. Ich bin in einem direkt desolaten Zustand. Ich kann das auch auf die Dauer nicht aushalten, derartige Aufregung. Wo hab ich denn das Paket hingelegt? Aber hier ist... Dankeschön, da ist es. Nein, diese Aufregung nicht. Was sich bei mir wegen dem Paket tut. Gestern war ein Kutscher da und heute hat schon Fräulein Schimek danach gefragt. Schimek heißt sie? Ach, dann will ich das Paket gleich zu ihr bringen. Wo wohnt sie denn? Fruchtstraße 3. Aber vereinzeln Sie, sie war schon ganz verzweifelt. Ja, ja, ja. Herr Rechtsanwalt, Herr Justizrat. Beruhigen Sie sich doch, gnädige Frau. Ich kann mich nicht beruhigen, Herr Justizrat. Die Sache sieht vielleicht schlimmer aus, als sie wirklich ist. Ich kann mir das von Ihrem Gatten gar nicht vorstellen. Ich kenne doch Ihren Mann. Ich konnte mir ja das auch nicht vorstellen, Herr Justizrat. Bitte, bitte. Hier, sehen Sie doch selbst, bitte. Entschuldigen Sie einmal. Ja, gnädige Frau, der Schmuck ist doch echt. Herr Justizrat, das habe ich auch zuerst geglaubt. Dann habe ich genau hingesehen und habe bemerkt, dass es ganz gewöhnlicher Theaterschmuck ist. Bitte, das Kleid ist wohl auch echt, ja? Ach Gott, ich wollte sagen, neu. Das Kleid ist als Abendkleid vielleicht etwas sonderbar. Sonderbar nennen Sie das? Wissen Sie, was das ist? Das ist das Kostüm einer Maus. Einer Maus? Ach Gott, ja, nur so Chormädchen aus dem neuen Theater. Kann ich mir nicht denken. Das ist doch funkelnagelneu. Das ist funkelnagelneu? Jawohl. Das ist ja nicht möglich. Und der Schmuck ist zweifellos echt. Ja, was hat mir denn meine Freundin da eingeredet? Sie hat sich vielleicht einen kleinen Scherz mit Ihnen erlaubt. Einen Scherz? Der verbiete ich das Haus. Nein, Anton soll es ihr verbieten. Der kann sie nämlich sowieso nicht leiden. Was sagen Sie zu mir, Herr Rechtsanwalt? Herr Justizrat, verdächtige ich diesen armen Mann? Wo sind denn meine Sachen? Ich muss sofort zu Manny. Mal schneller. So. Manny, dass ich dich so verdächtigt habe, ist eine Gemeinheit von mir. Mhm. Nein, von Ilse. Denn an allem ist nur Ilse schuld. Das kannst du mir glauben. Ah. Ich will mir etwas sagen. Deine Freundin Ilse ist überhaupt die größte Gefahr in unserer Ehe. Das ist eine Idee. Siehst du, das werde ich ja sogar sagen. Dass du annehmen kannst, ich schenke dir zu deinem Geburtstag falschen Schmuck, das tut weh. Ärgerst du dich denn noch drüber? Ja, schwamm drüber. Oh, Männer, du bist so lieb zu mir. Aber dafür musst du mir jetzt auch einen Gefallen tun, na, ja? Je. Versprichst du? Ja. Du, ich gehe jetzt schnell rauf, zieh mich um und dann gehen wir zu Schimmel. Warum muss denn das sein? Siehst du, wie du bist? Siehst du's? Eben hast du mir es noch versprochen. Ja, es muss sein, Anton. Ich will die Kinder sehen.
Hallo, hallo, Jungs, kommt mal her. Kommt mal her. Mal schnell. Wohnt hier ein Fräulein Schimmel? Ja, das ist ja meine Schwester. Ah, sehr angenehm. Tach. Ist sie zu Hause? Nö, was wollen Sie denn von ihr? Ach, ich wollte ihr dieses Paket geben. Na, geben Sie her. Bestätige den Auftrag von 300 Küchenschemel. Schemel? H? Mit H? Mit H? So. 40 mal 20. 40 Ach, mal 20. Was hat der Herr abgegeben für die Hedwig? Was für her? Ein zweiter Herr, was? Ja, das geht's in die Werkstatt. Und nicht da durch, alle Weib. Bist du nicht über die Stiegel, da geht's über den Hof. Mal hier. Jetzt gezinkt. Komisch. Verstehe das. Was? Los. Einmal nimmt das nicht, das Paket, dann nimmt es wieder, dann schickt es wieder zurück. Wer? Der Kaltbach. Aber das Paket ist doch für die Hedwig abgegeben worden. Ja, natürlich, das ist ja eben das Ei des Kolumbus, nicht wahr? Was mir jetzt, durchschlagen muss. Na und? Na und, sie haben ja keine Fantasie, nicht wahr? Wir wissen ja nicht um Telefon. Nein, was? Das ist die Türglocke. Das Telefon, nicht das Herr. Na, hören Sie jetzt, dass es die Türglocke ist? Ja, was machen Sie denn auch, wenn Sie hören, dass die Glocke ist? Ja, ich gehe ja schon. Herr Schiegel, der Herr Kaltenbach ist da und seine Frau Gemahlin. Ja, ich hab euch nicht. Mein Gott. Xavier, Verehrung, Herr von Kaltenbach. Guten Tag. Verehrung. Christian. Guten Tag. Sehr schön, dass die Frau auch kommen. Ja. Bitte Platz zu nehmen. Danke sehr. Bitte, Herr von Kaltenbach. Ach, das Familienalbum, ja? Nein, das ist ein Dekorationsstück. Eigentlich gehören Zigarren rein. Das gehört Zigarren, die haben die Rechnungen, die wir. Schade, dass die Herrschaften uns nicht verständigt haben. Ja, sonst hätten wir doch was vorbereitet. Sonst hätten wir etwas vorbereitet. Vielleicht ein bisschen Kaffee. Nein, danke. Oder vielleicht einen Himbeersaft. Ja, machen Sie unseren wegen gar keine Umstände. Was? Ja, warum denn nicht? Ja, was ist denn? Die Frau Schiemel gefragt, ob sie sich niedersetzen kann. Selbstverständlich hübsch haben wir wirklich. Sehr hübsch. Na, wir haben ja alles renovieren lassen jetzt. Jetzt haben wir alles schon, darum hat er uns ja gesteigert. Na, wo sind denn die Kinder? Ach ja. Was die zu lernen haben, das glaubt man nicht. Das glaubt man nicht, was man heutzutage von den Kindern. Wenn ein Bauarbeiter, sagen wir, ein Bauarbeiter mit so einer Mauer, die 9 Meter lang, 2 Meter hoch, 120 Stunden braucht, wie viel brauchen 30? Nämlich, was ist der Stundenlohn, wenn einer arbeitet, wenn das ist mit 30? Furchtbar. Und alles ist alles im Bruch. Ich sag, sehr schwere Rechnungen. Sehr schwer. Moment, das wurde mir. Hab ich gleich aufgesetzt, nämlich die Verrechnung, nämlich die Bestätigung von 300. Okay. Von 30 haben wir aber nur gesprochen. Für 30? Ja, von 30. Bitte, du bist mit mir irrtum. Also nur unterschreibe doch. Worum handelt es sich denn eigentlich? Um Schammerung. Um 300 Küchenschemel. Das ist doch eine Bagatelle. Bitte, ich möchte nicht, dass der Herr von Kaltenbach will. Nein, nein, nein. 30, nicht wo immer. Sie was da? Bitte doch. Ein Fichtes, nicht wahr? In Weichholz. Ja. In Weichholz machen wir schon. Bitte. Ja, noch was Wichtiges. Ja? Wir wollen beide was vergessen. Wo sind denn die Kinder? Ja, Moment, ne Frau, komm schon. Mit dem Bagger. Da kenne ich mich nicht aus. So, wie kommt denn das Paket hierher? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Das ist Schau mal, was drinnen ist. Das interessiert doch niemand. Das mich interessiert schon. Und mich auch. Na, da haben sie ja. Mein Kleid! Gott sei Dank, mein Kostüm! Ist das hier? Ja. Das ist aber lieb, dass Sie es mir wieder gebracht haben. Nur die Gräfin, wer sind ja. Sie denn überhaupt? Sie ist die Älteste. Sie ist das dritte Mündel. Und das ist die, ne, so schön, Dach. Sie ist Künstlerin. Ja, sie spielt schon ganz, nicht zu lange rein, aber sie sind am neuen Theater. Anton? Silly, ich werde dir alles erklären. Ich sag's dir schon. Ich bin nicht neugierig, Ilsa. Doch, Restart. Lass euch scheiden, Silly. Silly, lass dir doch mal. Warte doch mal. Silly, lass dir doch mal. Silly. Das ist eine schöne Geschichte. Die lässt sich scheiden. Du kennst den Kaltenbach? Ja. Woher kennst du ihn denn? Vom Theater. Du bist vom Theater, hat er dich angesprochen? Ja, aber Hedwig. Spricht sie an und sie sagt zu Hause kein Wort. Wie kommt denn der überhaupt zu dem Bach?
Das habe ich gar nicht in der Droschke liegen lassen. Fuhr bitte mit Anspannung. Bitte. Interessiert er sich denn für dich? Nein. Ja, weil so Unsinn, natürlich interessiert er sich für dich. Was? Sonst möchte er sich doch nicht scheiden lassen. Das ist der Rat oben. So. Deswegen hast du mir also das Kostüm nicht zeigen können, hm? Weil ich mit dem Kaltenbach... Ja, doch, dass er sich für sie interessiert, nicht wahr? Ach so, du interessierst dich für den Kaltenbach? Du brauchst mich ja nicht mehr, da kann ich ja gehen, nicht? Aber Frau Leiter... Für mich die Sache erledigt, ich gehe. Aber Frau... Ich gehe! Irgendwie ist mir gar nicht unangenehm. Ist mir gar nicht unangenehm. Wer macht jetzt die Schemel? Aber jetzt denke ich ans Kind, nicht wahr? Dann brauchst du dich gar nicht bedenken. Für die kolossale Zukunft. Kolossal. Ich mache die Schamel. Alle 300? Ja, mache 30. Mache 30. Dora, kommen Sie doch. Schnell, Dora. Mit wem telefonieren Sie denn da? Morbid. Ja? Guten Tag, bitte. Und ist das das Zellgefängnis? Um Himmels Willen. Haben Sie auch eine Tischlerei in Ihrer Anstalt? Ja, und die übernehmen Sie auch Aufträge? Ja, notieren Sie. 300 Küchenschemel, 40 mal 20 normale Höhe. Für die Firma Schimek, Königstadt, 1528. Ja, natürlich. Ja, wird schriftlich bestätigt. Der Auftrag wird schriftlich. Das ist ja auch erledigt mit den Küchenschemeln. Und wenn Herr Kaltenbach fragt? Da soll sich gefälligst mit meinem Anwalt unterhalten. Ich selbst wohne im Hotel Continental und bin nicht für ihn zu sprechen. Ach gut, ja, noch ganz wichtig hier, Dora. Dieses Paket, das bringen Sie Fräulein Hedwig Schimek. Fruchtstraße 3. Nicht vergessen, ist unerhört wichtig. Nur schnell die Koffer ins Auto runter. Ja, was wollt? Ach so, ja, die Strümpfe nehme ich gleich mit. Das sehe ich nicht ein. Strümpfe kann man immer brauchen. Warum nicht? So, das wäre alles. Will die Frau verreisen? Ja, damit die Künstlerin einziehen kann. Ist peinlich. Ich kann nichts dafür. Du kannst. Wieder hier? Ja, ich bin ja gekommen, um Ihnen zu sagen, dass die Sache jetzt in Ordnung ist. Was für eine Sache? Mit dem Baumann, der ist schon weg. Und die Gnädige ist auch gerade weg, die ist auch verreist, also steht jetzt nichts mehr dieser Heirat im Wege. Welche Heirat? Nur mit der Hedwig. Der Hedwig? Ja, na, Sie haben das, Sie lieben sie doch erwiesenermaßen, nicht wahr? Sie werden sich jetzt nicht machen, dass Sie hinauskommen. Was? Was wollen Sie, dass Sie das heißen, dass Sie die Hedwig nicht heiraten wollen? Hinaus! Was wollt ihr, was? Hinaus! Na, das ist doch tot, ist er. Das ist mir auch noch nicht passiert. So eine Behandlung. Das ist... Kommt denn das Paket schon wieder? Frau Schimek! Ja? Was ist denn? Wie kommt denn das Paket schon wieder umher? Vorher liegt das... Das ist eben für die Hedwig abgegeben worden. Was? Vom Mädchen von Kaltenbachs. Was, von Kaltenbach? Ja. Wann? Eben. Aber was redest du nicht? Das ist doch das Paket. Senkst denn das nicht? Das ist das Paket, das... Los. Sie haben zu Recht, aber ich wollte so, das ist das Paket, da haben Sie das Paket. Nur so. Aber was Kostüm. Das Kostüm hat da Sie mit ins Theater genommen? Da haben Sie das Schachtel, da haben Sie mit den Schmidt. Was? Ist echt. Nein. Sie ist echt, wenn ich das sage. Das, sehen Sie das nicht? Sie als Frau mit dem... Schauen Sie nochmal an, das sieht man ja auch. Das ist Platine, wie das alles...
glaube, das ist ja wie... Das Kostüm ist auch neu? Das Kostüm sieht ja wieder nicht so, aber den Film ist es in Ordnung. Keine Sache. Aber der ist so von hinten genauso, nämlich so feststehend ist, dass er der Kaltenbach das auch überlegt hat. Na und? Müssen wir uns nicht. Die Hedwig wird heiraten. Die Baumann? Mit dem Baumann in Kaltenbach. Aber das ist doch nicht möglich. Ich möchte verstehen, so manches nicht. Ich will mal anrufen. Ich rufe ihm. Ist mir leid, dass er verletzt hat vorhin. Ist mir leid, wenn ich jetzt kurz mache. Wenn Sie Herrn Weigel sehen, er soll sofort zu mir kommen. Ja? Liebe Erwin, Herr Kaltenbach, bitte, ich möchte Ihnen nur sagen, dass wir gerührt sind, dass Sie in so einer vornehmen, delikaten Weise Ihre Willensäußerungen Schiegel! Ich verbitte mir Ihre idiotischen Anrufe! Was Idiot? Haben Sie das gehört? Was hat er denn gesagt? Ich kann mich mal nicht wiederholen, ich verbiete mir das! Und wenn Sie keine Absichten haben, keine ehrliche, dann schicken Sie ja keine Brillanten in Schmetterling. Was wollen Sie denn eigentlich? Was wollen Sie? Wollen Sie zu Ihrer Geliebten machen oder zu Ihrer Maitresse? Und das wird in einer Schimmick? Was? Der Teilnehmer hat bereits angehängt. Das ist mir egal, ob er angehängt hat oder nicht. Jetzt muss ich ihm erst meine Meinung sagen. Sind Sie und Ihr Gebaren, grenzt ja eine minderjährige Kriminalität. Und also jetzt werde ich das Gesetz ins Rollen bringen. Jetzt werden Sie mich als Gegenvormund kennenlernen. Das ist jetzt so. Und jetzt kann er anhängen. Aber... So was? Was war denn? Gib mir mal einen Brief von dir. An wen wollen Sie denn schreiben? Ans Vormundschaftsgericht. Der Herr wird seine exotischen Gelüste nicht bleiben so. Ich schreibe nicht. Ich gehe hin. Wohin? Aufs Gericht. Vormundschaftsgericht. Sie erstatten also gegen Herrn Kaltenbach den Vormund der minderjährigen Hedwig Schimek. Anzeige wegen Vergehen gegen den Paragraf 174 Ziffer 1. Es handelt sich darum, ob er die Hedwig heiraten wird oder nicht. Und das muss eben die Behörde aus ihm heraus quetschen, nicht wahr? Und dazu ist ja die Behörde da. So. Dazu ist sie ja da, nicht wahr? Und dass sich die Frau Kaltenbach von ihm scheiden lassen will, das hat ja auch eine gewisse. Und warum soll er die Hedwig nicht heiraten? Warum? Sie ist ein sehr hübsches Mädel, ist eine Künstlerin, durch und durch. Sie ist graziös wie ein Elfchen und häuslich ist sie auch. Also, Herr Schiegel, zur Sache, so geht das nicht. Entweder Sie erstatten die Anzeige gegen Herrn Kaltenbach oder Sie erstatten sie nicht. Warum soll ich das nicht erstatten? Warum soll ich erstatten? Ich erstatte. Also, Fräulein, bitte. Schreiben Sie. Es erscheint, Herr... Schiegel, Ludwig Schiegel, geboren 1867, Wien, römisch-katholisch, ledig und bescholten vom Beruf des Blöderleiter. Und erstattet folgende Anzeige. Ich beschuldige den Möbelhändler Anton Kaltenbach, geboren und so weiter und so weiter, sich dem seiner besonderen Fürsorge anvertrauten Mündel Hedwig Schimek unsittlich genähert zu haben. Und führe als Beweis... Entschuldigen, wer Sie mir das vorlesen? Und wer sind der Herr? Ich bin der Staatsanwalt. Die Sache ist vom Vormundschaftsgericht hierher weitergeleitet worden. So habe ich das nicht gemeint. Ja. Wie Sie das gemeint haben, steht ja hier nicht zur Debatte. Was haben Sie dazu zu sagen? Dass ich das nicht so gemeint habe. Im gesetzten Fall... Wenn der Herr Kaltenbach das wirklich, ich meine, was kriegt er da? Na, wenn sich die Wahrheit Ihrer Beschuldigungen erwiesen hätte, immerhin eine Freiheitsstrafe nicht unter 3 Jahren. Und das möchte ich nicht. Weil, da könnte ich ja überhaupt, bis er da rauskommt, da könnte die Hedwig ja gar nicht heiraten. Sie bleiben also nicht bei Ihrer Behauptung, die Sie vor dem Vormundschaftsgericht abgegeben haben. Und er hat gesagt, dass er die Hedwig, also dass er sie nicht, dass er sie Ja oder nein? Nein. Sie haben also beim Vormundschaftsrichter wissentlich eine falsche Beschuldigung gegen Herrn Kaltenbach erhoben. Ja, darüber möchte ich mich nicht vorläufig äußern. Das ist auch gar nicht mehr nötig. Denn meine Recherchen haben ergeben, dass Ihre Beschuldigungen völlig aus der Luft gegriffen sind. Das staune ich. Ja, staunen Sie nur. Sie haben sich nach § 164 strafbar gemacht. Und ich? Ja, Sie. Und werden sich dafür vor Gericht zu verantworten haben. Wieso ich und er nicht? Bitte und der Schmuck, das Kleid und der Einspänner. Und ich meine, dass er mit ihr gefolgt hat. Das beweist doch zur Genüge, dass er Absichten hat. Respektive gehabt hat. Mir ist es... Setzen Sie sich und schweigen Sie. Sie vergessen immer wieder, dass Sie hier der Angeklagte sind. Das ist ein Justizirrtum. Das ist eben...
die Justiz. Sie halten also Ihre Beschuldigung, dass sich Herr Kaltenbach als nach dem Gesetz bestellter Vormund seine Mündel Hedwig Schimek in unerlaubter Weise genähert hat, aufrecht? Aufrecht. Zur Gänze aufrecht. So ist es richtig. Strafprozessuell ist nämlich eher der Angeklagte. Bitte, ich mache mich gerne erbötig, die Sache zurückzuziehen, wenn er die Hedwig heiratet. Hier sitzen Leute herinnen, die nicht hereingehören. Wer lacht denn da? Der Baumann. Also, wenn Sie sich nicht ruhig verhalten, dann muss ich Sie aus dem Saal weisen lassen. Das wäre sehr gut. Er verehrt nämlich die Hedwig schon die längste Zeit, aber es ist doch keine Partie. Es ist keine Partie für Sie. Alle Dinge, die Sie uns da erzählen, interessieren uns gar nicht. Können Sie Ihre gegen Herrn Kaltenbach erhobenen Verdächtigungen beweisen oder nicht? Bitte, das kann ich, weil ich habe ja meine Zeugen. Der Zeuge Kaltenbach soll eintreten. Der Kaltenbach ist aber nicht mein Zeuge, ist ja mein Gegner. Das macht nichts. Wollen Sie doch mal anhören. Ich bin doch mein Feind. Setzen Sie sich. Ist ja mein... Der Feind soll eintreten? Verstehen Sie, ist der Feind. Ihr Name? Anton Kaltenbach. Sie sind mit dem Angeklagten wieder verwandt auf Verschwäger? Nein. Noch nicht. Sie sind 1870 in Berlin geboren? Ja. Evangelisch? Ja. Verheiratet? Ja, aber zerrüttet. Seine... Die ist... total zerrüttet. Seine Frau will sich ja von ihm scheiden lassen. Unsinn, ich lebe mit meiner Frau in glücklichster Ehe. Was in glücklichster Ehe? Und da fahren Sie mit einer anderen in Einspänner spazieren und schenken ihr Schmuck und Kleider. Und was haben Sie darauf zu erwidern, Herr von Kaltenbach? Sie versuchen diese harmlose Droschkenangelegenheit zu einer riesen Skandalaffäre auszubauen. Ich versuche zu... Glücklicherweise habe ich einen Zeugen, der Ihnen aber sehr unangenehm werden wird. Ich bitte das hohe Gericht um die Einvernahme des Zeugen Friesecke. Zeuge Friesecke soll eintreten. Ich will aber. Zeuge Friesecke. Verehrtes Fräulein. Also, wie war die Sache? Zeuge Friesecke? Ja. Also, hoher Gerichtshof, das war so. Also, das war ein doller Regen. Und da rief Herr Kaltenbach mir an und wollte mit einer jungen Dame in meinen Wagen steigen. Und dann kam noch ein anderer Herr hinzu, das war wohl so ein Freund von Herrn Kaltenbach. Ne? Na, und dann hörte es auf zu regnen. Und dann stieg die junge Dame aus und der andere Herr, der stieg auch aus. Und dann musste ich Herrn Kaltenbach zu Luther und Wegener fahren. Bitte, der Zeuge ist beeinflusst. Der Zeuge ist sowas von umfallen. Das ist schon, Sie wollen hier ein Verdunklungsmanöver machen. Sie wollen Herrn Kaltenbach helfen. Das ist nicht richtig. Der Herr Kaltenbach ist ganz allein drin gesessen in dem Wagen mit der Dame, mit der Hedwig. Und das mit dem besagten Zeugen, mit dem besagten Herrn, mit dem Märchenhaften. Das ist ja logisch, das ist nicht richtig. Er existiert gar nicht. Er existiert. Schauen Sie mal, wenn ich sowas von nicht schwer machen. Das will man was. Zeuge Weigel. Also, Herr Weigel, wie war das mit der jungen Dame? Ganz einfach. Ich hatte Fräulein Hedwig auf der Bühne gesehen. Sie hatte mir gefallen. Und da ich in diesen Dingen etwas ungeschickt bin, hatte ich Herrn Kaltenbach gebeten, Fräulein Schimek für mich anzusprechen und mich ihr vorzustellen. Da kann ich nicht zuhören. Da kann ich nicht. Ich stehe da wie ein Kind. Bitte, aber dazu ist er pfiffig genug, nicht wahr? Dass er ein Komplott gegen mich schmiedet und das sind lauter Verdrehungen. Sind bitte, da muss die Hauptbeteiligte her, die Schimek, bitte die Hedwig Schimek. Also schön. Die Zeugin Hedwig Schimek. Zeugin Schimek. Ich bitte zur Kenntnis zu nehmen, das hohe Gericht, dass das Mädchen durch das erste Mal bei Gericht zu tun hat und um gewisse Nachsicht. Schon gut. Jetzt sag einmal, wann hat dir der Herr Kaltenbach gestanden, dass er dich liebt? Wann und wo? Das hat er nie gesagt. Was, das hat er... Davon haben wir nie gesprochen. Aber ich bitte, hohes Gericht, das Mädchen ist doch infolge ihrer mädchenhaften Scham befangen und ich bitte euch so... Ich weiß das besser. Sie scheinen überhaupt alles besser zu wissen. Ich glaube, Sie sind ein Querulant. Was bin ich, Hendrik? Ich verzichte auf sämtliche Zeugen. Ich danke Ihnen, Fräulein Schimek. Nehmen Sie dort auf der Bank Platz. Ich glaube, meine Herren, das genügt.
Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Franz Schimek! Du, wer ist denn da? Herr Kaltenbach. Häng schnell auf, sonst langt er dir eine. Das Telefon kann er doch nicht. Ja, dann gib doch mal her. Ja, hier ist Willi Schimek. Ja, hm? Was ist los? Ja, einen Moment mal. Tante, Tante, der Schieger wird eingesperrt. Was? Ja. Ja? Lass doch mal. Ja, einen Moment mal. Ja, Herr Kaltenbach? Den Schiegel haben Sie verurteilt? Und er tritt die Strafe sofort an? Ludwig Schiegel? 2 Monate Gefängnis. Ich hoffe, dass es Ihre erste und Ihre letzte Strafe sein wird. Ich hoffe ich auch. Sie haben ersucht, Ihre Strafe sofort absitzen zu dürfen? Jawohl. Weil ich der Familie einmal beweisen möchte, wie Sie ohne mich auskommen. Oh, das interessiert mich ja nicht. Ihr Name? Schiegel, Ludwig Schiegel. Hm. Geboren 1867 Wien. Römisch-katholisch ledig, bisher unbestraft. Unbeschuldigt. Ja, bisher. Wohl. Von Beruf? Tischlereileiter. Das ist ja gut, da werden wir ihn in der Tischlerei beschäftigen. Ich habe mich bisher nur administrativ beschäftigt. Ja, aber Sie haben doch Tischlerei gelernt. Gewiss, Sie muss ja die Tischlerei gelernt haben, sonst kenne ich mich ja nicht administrativ. Nicht so laut. Nicht wahr? Wohl. Tischlerei? Expressarbeit? Küchenschemel? Küchenschemel? Ja. Ich möchte bitten, ob man mir nicht sagen könnte, für welche Firma? In der Firma Schimek. Wüsste nicht, wieso Sie das interessieren könnte. Weil ich der Auftraggeber bin. So, wo sei? Da können Sie ja gleich in eigener Sache arbeiten, Mann. Tischlerei! So, Unsinn. Ausgesprochener Blödsinn. Man besteht Schammerl auf dem Stuckerl. Viel zu lang. Hallo, die Haxen werden gekürzt. Machen wir 30 cm nehmen sie weg. Was ist los? Was? Was ist los? Die Haxen machen wir da. Müssen wir kürzen. Die werden nicht gekürzt? Müssen wir ja. Haben wir sie ja. Wir haben das Schammerl brauchen, aber da keine Stuckerl. Das ist ein Schimmel. Ja, bei mir ist es ein Stuckerl. Oder ein Hucker halt, wie sie sagen, nicht wahr? Und so kann man sie ja nicht brauchen. Wissen Sie, was Sie brauchen? Stundjahres brauchen Sie. Ja. Das war noch schöner. So wie überhaupt gern. Wenn der Laie hergeht und ein Fachmann was. Also kommen Sie mit. Ich will Ihnen Erziehung beibringen. Machen Sie erst die Schürze ab. Waren Sie mit der Dunkelhaft zufrieden? Das war grauslich. Na, hoffentlich kommen Sie nicht wieder rein. Nein, nein, nie mehr. Vielleicht kommen Sie mit. Entlassung, Schiegel. So, Sie gehen heute, Herr Schiegel. Na, freuen Sie sich? Na, warum antworten Sie denn nicht? Ich habe hier schweigen gelernt. Und arbeiten, was? Am Anfang war es sehr hart mit Ihnen, aber später haben Sie sich musterhaft geführt, ja? Also adieu. Auf Wiedersehen wollen wir uns doch lieber nicht sagen, ne? Sagen Sie, wer heiratet denn da? Bei wem ist denn da Hochzeit? Bei Schimek. Bei Schimek? Wer hat Sie denn bestellt? Der Herr Kaltenbach. Der Kalt? Hat er sich doch überlegt! Und so schließe ich mit den Worten des Dichters, Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe. Gratuliere, für die verehrten Festgäste. Ich freue mich, dass es mir gelungen ist, trotzdem ich verreist war, diesen Bund zu stiften. Bravo. Sie noch drüber, Mann, grüß Gott. Wollen wir die Streitaxt begraben, nicht wahr? Ja. Lieber Herr Kaltenbach, stolz stehe ich vor Ihnen und stolz blicke ich auf mein Werk. Wenn sich... Der küsst Sie? Das ist doch sein gutes Recht. Was? Aber er ist doch der Bräutigam. Und der ist der Bräutigam. Guten Tag. Aber Herr Schiegel, was ist das? Sie haben
habe ich nicht einmal zu der Hochzeit eingeladen. Auf den einen Tag wäre sie noch nicht angekommen. Sie haben ganz gewusst, dass ich keine Zeit habe, dass ich verreist bin. Merken Sie das? Frau Schimmel, ich bin immer der Schutzgeist des Hauses gewesen. Ja, immer. Die ganzen fremden Leute haben Sie eingeladen, bitte. Und sogar die Frau Kaltenbach ist da. In diesem Haus habe ich nichts mehr zu tun. Ja. Das ist aber nett, dass Sie wiedergekommen sind. Ja. Haben Sie geglaubt, dass ich weggehe? Kann doch nicht. Muss doch da wieder zurückgehen, wenn die Buben... Der Name?